Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von meinem Fahrerarbeitsplatzprojekt, das jetzt schon langsam zumindest optisch in den letzten Zügen ist und die neue Grundkonstruktion steht schon, wie ihr seht, also es ist alles sehr weit vorangeschritten, kann man sagen. Ich fange einfach mal an, also ihr seht ja schon die Kästen links und rechts sind nicht mehr da, wo sie mal waren. Ich habe ja, wie ich im letzten Video schon erwähnt habe, vor, die ganze Konstruktion einfach realistischer und vorbildgetreuer nachzustellen. Und das sieht eben dann vor, dass das Armaturenbrett quasi wie auf wie eine Art Tisch hier beim Fahrer ist und nicht irgendwelche äußeren Kisten rumstehen hat. Und genauso habe ich das jetzt eben auch gemacht. Das ist jetzt so gelöst, dass hier, es sind nämlich drei Schichten Buchenbretter mit einer Stärke von jeweils 1,8 cm zusammengeleimt worden und dann hier hinten ausgesägt worden, sodass dieses Brett hier dann als letztes Brett bis komplett hier hinten an den Anschlag geht und somit dann hier die Stabilisierung gegeben ist. Das gleiche auch auf der anderen Seite, wie ihr hier seht. Und die Bretter wurden eben so zusammengeleimt, dass sie wirklich bombenfest halten und dass sie hier auch mit dem Muss oder mit diesem mit dieser Maserung ein schönes Muster ergeben. Und so wurden sie zusammengeleimt, halten hier wirklich bombenfest. Und das Ganze hat einfach einen riesen Vorteil, nämlich dass die nicht nur wesentlich leichter sind natürlich als diese Türme, die hier vorher standen, sondern dass sie auch eben dezenter sind, wie man hier schon sieht, also wesentlich schöner auch zu dem Schreibtisch passen. Ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, die nicht irgendwie zu lackieren, so wie es vorher eben der Fall war, sondern sie in Naturoptik zu belassen, damit es einfach mit dem Schreibtisch und dem Boden auch schöner harmoniert. Man sieht es ja hier ganz schön, dass die Maserung hier dieses Muster hier drin sehr schön gehalten wurde, auch an der Seite, und das Ganze passt einfach hervorragend zum Boden und zum Schreibtisch. Ja, und dann ist es eben einfach kompakter als der Vorgänger, sprich man hat nur hier und hier zwei tragende Elemente. Hier dazwischen ist dann die Bodenplatte, die ist noch nicht festgeschraubt, deswegen ist sie hier, oder festgeleimt, deswegen ist sie da auch noch nicht bündig, das wird noch gemacht. Und die ist auch nicht allzu groß, wie man sieht, allzu lang. Das heißt, auch die relativ sparsam hier gehalten, sodass das Ganze, die ganze Konstruktion einfach ja kompakter und leichter vom Gewicht und vom Aufwand her, den es macht, das Ganze auseinanderzubauen ist, als eben der Vorgänger das Ganze war. Ja, genau, dann haben wir hier die Aussparung für das spätere, für den späteren Lenksäulenhalter. Ich habe hier mal Bilder vorbereitet, worauf man den ganz gut sieht, für all diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, was ich meine. Ich meine dieses Ding hier. Dieses Ding, hier ist ja der Blinkerhebel, und dieses Ding, was hier die Lenksäule festhält und einrahmt, also dieser Metallzapfen hier unten, also in Wirklichkeit ist er aus Metall, in meinem Fall jetzt eben aus Holz dann, der wird dann hier rausgearbeitet, und damit der verstärkt wird und auch realistisch von der Stärke wird, denn der ist in Wirklichkeit auch sehr dick, sage ich mal, habe ich hier schon so ein Element, wo auch wieder zwei Bretter zusammengeleimt wurden. Und das wird dann letztendlich hier drunter geleimt, sodass hier quasi drei Schichten drunter sind, aber eben nur auf der Fläche dieses späteren Zapfens hier und nicht auf dieser kompletten, unter dieser kompletten Fläche hier, weil das wäre ja unnötig und würde nur unnötig ein Gewicht mit sich bringen. Ja, und dann kommt es eben hier drunter und dann wird hier dieser Zapfen ungefähr hier, ja, ich sag mal von der Form her ungefähr so ausgearbeitet oder ausgeschnitten mit der Bandsäge.
Bandsäge ist eine spezielle, eher Industriesäge, sage ich mal, mit der man wunderschön ganz geradlinig und genau Schnitte machen kann. Ganz, ganz anders und viel besser und genauer als mit der Stichsäge zum Beispiel. Ich habe auch dieses Brett hier unten drunter komplett mit der Bandsäge ausschneiden lassen. Und da hat sich dann eben auch so eine schöne Kante wie die hier hinten zum Beispiel ergeben. Also echt eine richtig tolle Sache. Weil die Säge halt dadurch, dass ihr Sägeblatt wirklich senkrecht steht, immer einen senkrechten Abschnitt macht und nicht irgendwie verrutschen kann, wie es jetzt die Stichsäge zum Beispiel gerne tut. Genau. Ja, und dann ist eben der Armaturenbrettträger hier, oder wird, der ist jetzt noch nicht fest drauf, aber er wird dann so drauf geschraubt, dass hier eben dieser minimale Überstand existiert. Das Holz wird komplett so in dieser Naturoptik belassen, bis auf diesen Zapfen, der wird dann in einem Grau gestrichen oder lackiert oder in einem Schwarz, was dann wieder zu dem Rest hier passt. Einfach weil er eben auch in Wirklichkeit aus Metall ist und die Farbe hat. Aber der Rest bleibt Holzoptik, weil der soll sich ja vom Armaturenbrett selber auch abheben. Genau. Dann haben wir hier hinten noch einen kleinen Überstand gelassen. Der hat auch seine Bewandtnis. Und zwar wird da später hier noch ein Auslegerbrett hinkommen mit einem, mit einer Stütze hier dran. Wird auch direkt so gehandhabt, dass es hier direkt aufliegt und dann nur so einen kleinen parallelen Abstand hat zu dem Armaturenbrettträger. Und auf dieses Brett drauf kommt dann nach altbewährter Methode der Zahltisch, weil auf den möchte ich auch zukünftig nicht verzichten. Und das ist hier echt die dezenteste Lösung, die man da hätte wählen können und auch sehr komfortabel dann, wenn man es wieder auseinanderbauen will, weil das ganze Ding ja so konzipiert ist, dass es jetzt ohne weitere Probleme einfach durch Aufschrauben bzw. Abnehmen dann auseinandernehmbar ist, wenn man jetzt zum Beispiel umzieht oder das Ding einfach seinen Standort wechselt. Genau. Dadurch, dass dann hier nichts mehr lackiert oder gespachtelt ist, entfällt natürlich dann auch der Aufwand, wenn man mal irgendwas verkratzt oder so, das wieder ausbessern zu müssen. Im Gegenteil, hier muss man wirklich gar nichts machen. Das Holz ist ja nicht mal lasiert und es behält seine Farbe und seine Schönheit über Jahre hinweg. Also von dem her gibt es da überhaupt gar keine Bedenken. Genau. Ja, und dann sind wir auch schon hier bei dem Armaturenbrettträger und da erzähle ich euch jetzt auch noch ein paar Takte. Ja, und man sieht es ja schon, hier hinten ist die Platte auch wieder so bündig abgeschnitten, dass sie nicht übersteht. Hier sieht man die Pedale, wie sie dann später auch platziert werden sollen. Habe ich jetzt einfach nur erstmal hingestellt. Hier ist schon beim ersten, beim Gaspedal, die Kappe ab. Die andere Kappe, die originale Kappe, die wird ja dann da drauf montiert. Und ich bin auch noch auf der Suche beim Bremspedal nach einer originalen Kappe, aber die sind halt schwerer zu bekommen. Und die beiden Pedale werden ungefähr dann auch hier hinkommen. Denn ich habe jetzt einen Automatikwagen, das heißt, es gibt keine Kupplung mehr und die beiden anderen Pedale, also Gas und Bremse, sind ja immer auf der rechten Seite von der Lenksäule und hier kommt ja später die Lenksäule hin. Sprich, das Logitech kommt da hin. Hier liegt es ja schon. Das kommt wieder nach altbewährter Technik hier, wenn dieser Zapfen ausgeschnitten ist. Das werde ich jetzt die Tage dann mal machen. Und auch dann die Lenksäule, wofür ich mir extra noch spezielle Rohre bestellt habe, dann hier dieses Loch mal wieder bohren. Und wenn das dann gemacht ist, kann ich euch das besser nochmal zeigen, werde ich dann auch noch machen in der späteren Folge, beziehungsweise in der nächsten, wie dann das Logitech hier unten hinkommt. Es wird wieder genauso gehandhabt eigentlich wie vorher, nur dass es nicht so sein wird, wenn ihr euch noch erinnert, war doch so ein, aus zwei Streben hier bestehendes und mit einer Querstrebe versehenes Teil, wo das Logitech dann draufgesteckt wurde quasi. So wird es nicht mehr sein. Es wird zwar oben noch so ein Querkantholz geben, wo es dann eben drauf fixiert ist, aber von diesem Querkantholz werden zwei, aber ein bisschen enger zusammenstehende Holz Vierkanthölzer hier runtergehen, senkrecht, und zwar enger zusammen, weil sie einen hier weniger behindern sollen. Also im Fußbereich, man hatte hier eben die beiden Pedale, die nehmen schon relativ viel Platz weg. Und weil die Lenksäule ungefähr mittig sein wird, werden die ungefähr in dem Abstand hier
also nicht sehr viel weiter auseinander platziert, und dann oben eine Querverbindung, damit das Logitech dann guten Halt hat. Und dann ist es wieder so, im Grunde genommen wie auch schon vorher, dann wird dieser Zapfen vom Logitech, also der hier innen in dieser in diesem Holzzapfen, verschwinden, und da drauf wird dann die Lenksäule samt Blinkerhebel aufbauen. Den Blinkerhebel kann ich euch auch nochmal gerade zeigen, bevor ich jetzt doch mal zum Armaturenbrett an sich komme. Der liegt nämlich hier. Das ist der Blinkerhebel, den habe ich mir auch extra bestellt. Der ist vor kurzem auch eingetroffen. Und es sieht so aus, das ist ein Original Bosch-Teil. Also, ja, man sieht es hier, Bosch made in Germany. Das ist dieser Standard-Blinkerhebel der Standard-1-Busse. Der hat hier einen Einbaudurchmesser von 4,5 cm, weil meine bisherige Lenksäule immer ein bisschen breiter war, was natürlich auch nicht originalgetreu war, habe ich mir jetzt eben entsprechend neue Rohre bestellt, und die werde ich dann auch bald bekommen und dann so zusammenschweißen, dass sie wieder eine gute Konstruktion ergeben, aber eben eine neue, sodass dann dieser Blinkerhebel auch Platz findet. Und dann haben wir eben hier den Hebel an sich, der hat verschiedene Schaltstellungen, kann ich euch gerne mal zeigen. Ich muss nur dazu die Kamera an einen festen Platz setzen. Genau. Also, ich hoffe, ihr seht es einigermaßen. Machen wir es mal lieber so. So, also das ist der Hebel. Dann gibt es jetzt die erstmal die Auswahlkriterien. Will ich ihn oben bewegen? Dann habe ich ihn hier in der Stellung, oder will ich ihn nach unten bewegen? Ja, das wäre dann so. Und dann des Weiteren, also ich weiß nicht genau, das muss ich nochmal nachschauen, für was denn diese obere Stellung ist. Ich denke, das ist für das Fernlicht. Und die untere sieht dann eben die Schaltstellungen Blinker links bzw. Blinker rechts vor. Der Hebel ist ja eigentlich andersrum, also sprich so rum an der Lenksäule dran. Das heißt, ich halte ihn auch lieber gleich mal so. So, und jetzt kann ich quasi Blinker links, der ist zu mir her, und Blinker rechts, der ist dann von mir weg. Das ist neutral, und das ist dann Blinker rechts schalten und eben dann fürs Fernlicht die obere Schaltstellung. Genau, so sieht das aus, und hier geht dann der Kabelstrang raus, und der ist vollkommen unabhängig von der Lenksäule. Der wird dann einfach daneben, neben dem Rohr entlang gelegt. Aber das ist überhaupt gar kein Problem. Genau. Ja, das zu dem Schalter. Der Kauf hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil der dann eben mal ein Element hier ist. Der Blinkerhebel, den ich bisher, oder das ich bisher noch nicht hatte. Und das aber ungemein wichtig ist für die vorbildgetreue Darstellung. Ja, genau. Deswegen auf jeden Fall super, dass ich den so bekommen habe. Dann habe ich euch, glaube ich, letzte Folge schon den Braunschweiger Löwen hier gezeigt. Also nehmt es mir nicht übel, wenn ich mich nicht mehr hundertprozentig erinnern kann, aber ich zeige ihn auf jeden Fall nochmal für den Fall, dass es noch nicht gezeigt wurde. Ein ganz tolles Emblem von der Frontseite eines Büssings, den ich auch so nachstellen will. Also sprich Bauserie BS zum Beispiel war er zu finden. Den werde ich hier platzieren, da ist er recht auffällig und echt ganz schön. Dann, ja, Hupenknopf und so, kennt ihr ja alles schon, die Glocke und so, ja, keine neuen Geschichten mehr. Ja, und dann kommen wir jetzt endlich mal hier zum Armaturenbrett. Also ihr habt euch vielleicht schon gefragt, was ich mit meiner Tankanzeige und mit den anderen Schaltern, die früher in diesem linken, an diesem linken Kasten dran waren, was ich damit machen werde. Ganz einfach, ich lasse sie weg, die wird es nicht mehr geben in Zukunft. Hat verschiedene Gründe, also es sind natürlich auch Platzgründe, ganz klar, weil ich hier
keine Möglichkeit mehr habe, irgendwo Schalter anzubringen. Das hier ist ja alles Massivholz, da ist ja innen nichts drin, also kein Freiraum. Das heißt, für Schalter oder so wäre das hier absolut tödlich, die kann man da überhaupt nicht einbauen. Und es wäre natürlich auch schade, dann wieder hier dieses wunderschöne Holz zu zerstören. Das heißt, da wird nichts eingebaut und die Tankanzeige schon gleich gar nicht. Noch dazu kommt, dass hier für die Tankanzeige keine Aussparung vorgesehen war und es in diesen BS-Bussen keine Tankanzeige gab. Also habe ich mir jetzt nach reiflicher Überlegung auch gedacht, wenn es damals keine gab, dann wird es auch hier bei mir keine geben. Ist einfach so die Vorbildrolle. Das heißt, die werde ich weglassen und hiermit, ich habe hier auch diese Schachtel noch rumliegen. Hiermit an der Stelle auch der Aufruf, weil in meinen Videos ist es wahrscheinlich immer am besten, sowas zu erwähnen. Das ist die Tankanzeige, also die wäre schon passend für diesen Büssing-Bus, aber sie ist halt so einfach da drin nicht verbaut gewesen und die irgendwo hier am Rand zu platzieren ist irgendwie auch schade, weil dann ist sie da so weit unten und geht echt unter. Von dem her, die ist mit Servo ausgestattet. Ich habe ihn auch vor kurzem nochmal geprüft. Der funktioniert einwandfrei, wenn man ihn denn weiß oder wenn man denn weiß, wie man ihn richtig mit Comsi verbindet. Aber das ist eigentlich wirklich kein Hexenwerk, wenn man sich mal meine Tutorials anschaut. Dann ist hier noch ein neu lackierter Halter dabei. Es ist eine Glühlampe drin und hier... Nicht wundern über die Nadelstellung, die ist jetzt einfach auf den Wert eingestellt, die könnt ihr natürlich auch herstellen, ist gar kein Problem. Und der Rand ist neu lackiert, sie ist komplett gereinigt, also eine echt tolle Sache, sehr seltenes Teil. Und die möchte ich auf diesem Weg auf jeden Fall, inserieren. Also wenn sich jemand dafür interessiert, dann werden wir uns da auf jeden Fall über einen echt guten Freundschaftspreis, glaube ich, einig. Ich hatte mir vorgestellt für die Anzeige, ja, weil sie eben umgerüstet ist. Gut, der Kleber hier mag jetzt nicht jedermanns Sache sein, aber es kommt hier hinten nicht auf die Optik an, sondern auf die Funktionalität und die ist ja gegeben. Also sprich, die Anzeige ist in wirklich gutem Zustand und ich dachte mir 20 Euro und dann... sind wir da im Geschäft. Das ist, glaube ich, wirklich human. Genau, das wäre die Tankanzeige. Dann habe ich noch andere Kleinigkeiten, die ich nicht mehr gebrauchen kann. Eben auch, weil diese Schalterfunktionen da wegfallen. Das ist einmal dieses Schild hier für die Haltestellenbremse in einem super Zustand. Auch das brauche ich nicht mehr. Wer das haben möchte, meldet sich einfach über die bekannten Wege. Und dann habe ich noch vom MAN SL200 Brett diese Armaturenbrettbeschriftung oder Kontrolllampenbeschriftung, die ich auch loswerden will. Genau, also wenn da jemand Interesse hat, auch einfach melden. Und das war es im Grunde genommen schon. Alles andere ist bei mir nach wie vor in Gebrauch. Genau, dann habt ihr auch schon gemerkt, das Brett ist jetzt endlich lackiert. Das ist, glaube ich, echt gut geworden. Und ja, was will man sagen? Es ist echt schön geworden. Ton in Ton hier mal, schwarz mit schwarz, schwarz mit schwarz. Also es ist echt eine tolle Sache geworden. Die ganzen Elemente sind jetzt schon fest eingebaut, sprich die Schilder sind auch mit den Nieten versehen. Nieten sind lackiert, ist alles festgeklebt, auch die Anzeigen sind endlich fest montiert und es ist also wirklich alles fertig. Das Einzige, was noch herausnehmbar ist, ist der Tacho und den werde ich natürlich auch noch fixieren, dann aber erst zum Schluss, wenn hier der Servo noch eingebaut ist. Ansonsten ist aber alles schon fertig und ihr seht auch schon, die Elektronikkomponenten liegen da drin schon bereit. Ich bin am Überlegen im Moment noch, ob ich sie drin unterbringen will oder ob man sie in einen separaten Kasten baut. Da bin ich wirklich noch stark am Überlegen. Eigentlich würden sie ja drin Platz haben, aber ich weiß noch nicht genau, ob es wirklich so die beste Idee ist, alles da reinzustopfen. Aber das wird sich noch zeigen. Jetzt sind sie auf jeden Fall mal da drin untergebracht für den Moment.
Ja, und ansonsten habe ich mir ja die Kontrolllampen nochmal genauer angeschaut, habe dann die elfenbeinfarbenen gegen diese grau und bissigen Originale getauscht, habe nochmal die schönsten Kontrolllampen hier eingebaut, die noch am schönsten erhalten sind und am tollsten glänzen. Dann hier logischerweise auch alle Schalter nochmal schön gesäubert. Dann habe ich hier natürlich die Anzeigen mit den neu lackierten Rändern und allem. Also ich finde, das macht sich schon extrem gut. Also das ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Die Schilder, die neu angenietet sind. Und ja, hier der Schlüssel mit dem bissigen Schlüsselanhänger, der natürlich da super dazu passt. Hier mein kleiner Wehmutstropfen im Moment ist dieser fehlende SWF-Schalter. Ich warte immer noch drauf, dass mir der ehemalige Besitzer von diesem Brett den versprochenen Schalter zukommen lässt, weil den er mir da damals mit eingebaut hat, der war defekt oder ist defekt, nicht mehr zu gebrauchen. Das heißt, ich bin seitdem auf der Suche nach einem identischen zu diesen beiden hier, der entweder grau sein kann oder schwarz. Wär mir jetzt eigentlich am liebsten, würde am besten passen, aber auch grau wäre in Ordnung. Nur es wäre halt einfach wichtig, dass hier einer wieder reinkommt. Wenn jemand von euch so einen Schalter hat oder irgendjemanden kennt, der einen verkauft oder sonstiges, einfach bitte sich bei mir melden, das wäre super, super nett. Ich weiß auch, was sowas wert ist und ich zahle das auch. Das ist überhaupt gar keine Frage, gar kein Thema. Aber mir geht es halt darum, dass diese Lücke da geschlossen wird, weil jetzt ist alles soweit hier fertig, bis auf diesen Schalter. Und die Schalterleistenbeschriftung hier, die ist auch noch nicht da, liegt aber daran, dass ich die ja reproduzieren lassen will und die ist einfach im Moment noch dafür gebraucht, also oder wird dafür gebraucht, dass eben diese Reproduktion gemacht werden kann. Genau. Dann ist hier der Gangwahlschalter, den kennt ihr ja, funktioniert nach wie vor optimal. Der R-Freitaster, da habe ich mir auch den schönsten rausgepickt, den ich noch hatte. Und ja, bei den Türtastern hier, Tür hinten die Beschriftung, der ist ja mit dieser Beschriftung vorgesehen. Der andere hat noch keine, beziehungsweise hatte nie eine, ist aber auch nicht wirklich schlimm. Dann haben wir hier fahrbereit, die Kontrolllampe eben auch eine neue, eine hellgraue statt einer elfenbeinfarbenen. Auch eine neue Linse eingesetzt, also auch hier drauf geachtet, dass da ein schönes Grün später mal leuchten wird. Hier muss ich die Schraube noch fixieren, befestigen, das hat noch nicht so ganz geklappt. Allerdings ist das, glaube ich, gar kein Problem, das lässt sich relativ schnell machen. Dann natürlich hier die Platte für die Feststellbremse und die Feststellbremse mit Erhöhungsring, der ja auch noch in dem Top-Zustand ist. Und das Schöne ist halt an der Feststellbremse, dass sie sich so einfach entweder lösen oder anlegen lässt. Und es macht einfach Spaß, da dran rumzufuhrwerken. Genau. Ja, und das Tachoschloss funktioniert auch noch mit dem Schlüssel. Heißt, ich kann ihn nach wie vor auch öffnen. Ist gar kein Problem. Das war mir auch relativ wichtig, dass es in Funktion bleibt und ich habe hier auch extra ein altes genommen, damit das ein bisschen besser hier reinpasst. Dann habe ich hier noch ein fehlendes Schild, das ist das hier unten. Da bin ich auch gerade dabei, eine Reproduktion anfertigen zu lassen, aber ansonsten ist das Brett jetzt wirklich komplett. Wie gesagt, der Schalter ist halt schade, wäre schade, wenn er auf Dauer fehlen würde. Das wäre wirklich sehr schade. Und von dem her die Bitte, wenn da irgendjemand kennt oder was auch immer, einfach mal melden. Ja, und für diese beiden Kontrolllampen hier, nämlich die Motorölnachfüllung und die Getriebeöltemperatur, habe ich mir schon entsprechende, ja, kann man sagen, entsprechende, mir fällt gerade das Wort dazu nicht ein,
ja, entsprechende Funktionen auf jeden Fall in OMSI gesucht, also die dazu passen. Sind zwar teilweise ein bisschen anders deklariert, aber es sind im Grunde genommen die gleichen Funktionen. Das heißt, die möchte ich später auf jeden Fall auch zum Leuchten bringen oder programmieren, und deswegen habe ich mir halt dementsprechend Funktionen gesucht, die da passen. Ja, und hier die Lüfte eingeschaltet, Kontrolllampe, wird dann später direkt über ein Relais mit diesem Schalter gekoppelt. Ich habe mich da jetzt auch für einen schwarzen Aufsatz entschieden, weil der noch komplett intakt ist und weil früher in dem Bus, aus dem dieses Brett stammt, habe ich hier dieses Foto, war dieser Zugschalter, wie ihr hier seht, auch schwarz. Das heißt, ich habe mir jetzt auch dafür entschieden, den wieder mit einer schwarzen Kappe auszustatten. Ja, das ist ja im Allgemeinen das Brett, wie es mal aussah, und das ist es jetzt. Also da besteht schon so ein gewisser Unterschied. Na gut, auf jeden Fall, das war es jetzt soweit mal zum aktuellen Stand. Der nächste Stand wird dann, oder das nächste Video wird dann den Stand zeigen, dass hier dann der Zapfen ausgesetzt sein wird. Es wird die Lenksäulenkonstruktion schon in Arbeit sein. Also sprich, der Blinkerhebel wird dann da mit einbezogen. Vielleicht wird dann auch schon dieser Schalter vorhanden sein. Hier ein Servo eingebaut sein im Tacho. Und soweit hier unten die Grundkonstruktion zusammengeschraubt, beziehungsweise die Pedale dann befestigt, die Pedalkappe vielleicht schon ausgewechselt. Und dann ist der Weg dem elektrischen Anschluss eigentlich schon geebnet, sage ich mal. Das war jetzt auf jeden Fall schon mal der wichtigste Schritt hier, das Ganze auf die Beine zu stellen, also die neue Konstruktion zu verwirklichen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Es ist auf jeden Fall um einiges vorbildgetreuer, als es vorher war. Man sieht es hier auch abschließend nochmal ganz schön in der Höhe, ganz klar. Weil im Vergleich zum Fahrersitz ist es die ideale oder richtige Höhe. Es wirkt zwar sehr niedrig, wenn man sich aber mal Vorbildfotos anschaut von den Fahrern, wie sie da drauf sitzen. Das kann ich euch jetzt schlecht zeigen bei mir, aber es passt wirklich, es stimmt, weil mein Knie ungefähr auf dieser Höhe hier dann abknickt. Und das ist ungefähr 5 cm über der Oberkante von dem äußeren Rand hier. Und das passt wiederum mit der Realität über, oder stimmt mit der Realität überein, wie man auf diesem Foto hier schön sieht. Ja, das ist ein Foto aus dem Berliner SD. Hier sieht man auch den Rand. Und hier ganz klar, das Knie ist schon deutlich auch drüber. Genau. Und das Lenkrad wird dann eben auch noch dementsprechend angepasst. Ja, der Zahltisch kommt natürlich auch noch davor. Genau, das war es jetzt soweit. Ich zeige euch jetzt noch ein paar schöne Vorher-Nachher-Bilder oder überhaupt schöne Aufnahmen vom aktuellen Zustand im Anschluss. Und dann wünsche ich euch alles Gute, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.